Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich befinde mich hier in meinem nagelneuen Studio und bin gerade dabei, alles einzurichten, alles fürs erste richtige Video fertig zu machen. Und genau wie bei dem Philips Hue-Thema dachte ich mir, ich nehme euch experimentell auch hier wieder so ein kleines bisschen mit. Der Amazon-Bote hat gerade vorhin geklingelt. Ihr seht, hier steht ein großer Karton und ein kleiner, ein bisschen in der Unschärfe meines neuen Objektives sozusagen eingetaucht. Und das ist ein aktives Lautsprecherpaar von dem Hersteller Audio Engine. Und zwar nennt sich das Modell hier 2 Plus Wireless. Ich war auf der Suche nach einem Paar aktiver Lautsprecher, die nicht ganz so groß sind, trotzdem eine ganz gute Soundqualität mitbringen, eben um primär meine Videos zu schneiden. Ich weiß, dass das keine Referenz-Studio-Monitore sind. Ich hatte am Anfang mir die Yamaha HS8 mit einem externen Audio-Interface angeschaut. Die sind da noch nicht ganz vom Tisch, aber die kosten noch mal eine ganze Ecke mehr und sind vor allem auch ganz extrem viel größer. Und ich dachte mir, ich probiere es erstmal damit, zumal auch ganz bekannte YouTuber wie zum Beispiel iKnowReview, da habe ich es ja nämlich gesehen, die Teile hier verwenden. Von daher dachte ich mir, so schlecht kann das alles gar nicht sein. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier mal auf meine Detailcam und packen das gute Stück einfach mal gemeinsam aus, weil darum soll es heute gehen. Ich möchte gemeinsam mit euch mal in das Päckchen reinschauen. Ich habe nämlich schon irgendwo gelesen gehabt, dass hier wohl sehr, sehr viel Mühe sich gegeben wird, immer bei dem Verpacken. Und dann werden wir die Teile natürlich auch einmal aufbauen und anschließen, um dann zu schauen, wie der Sound tatsächlich so klingt. Ich habe schon mehrfach gelesen, ich muss jetzt gerade mal hier den Umkarton rausziehen. Oh, der sitzt aber hier ganz schön fest drin. So, dass der Bass nicht allzu gut sein soll. Ja, wie gesagt, das sind natürlich auch sehr kleine Lautsprecher. Von daher gehe ich mal davon aus, gibt es extra externe Subwoofer, die man anschließen kann. Hier seht ihr es jetzt auch. Bisschen dichter in die Kamera rein. Audio Engine 2 Plus Wireless Premium Powered Speaker. Ich glaube, im linken ist die gesamte Einheit mit drin, die zur Steuerung verwendet wird. Und der rechte ist rein passiv. Genau, hier sieht man es auch. Diverse Anschlüsse. Ich kann hier Bluetooth verwenden. Ich habe Cinch-Anschlüsse. Ich habe aber auch eine USB-Möglichkeit im Betrieb. Und das war mitunter neben dem Preis und auch der kleinen Bauform für mich so der primäre Grund, die Teile hier anzuschaffen, weil ich damit über meine ganz normale Tastatur von meinem Mac, hier seht ihr die, die werde ich mir auch noch in Space Gray kaufen, dann lauter und leiser steuern kann. Das geht nicht mit einem externen Audio-Interface. Und das finde ich gerade, wenn ich mir irgendwas anschaue und der Ton ein bisschen variiert etc., schon sehr, sehr spannend und gut, wenn das einfach möglich ist. Also hier kommt ein kleines Säckchen zum Vorschein, hier noch ein Säckchen. Ich packe die einfach mal alle aus, würde ich vorschlagen, und lege die mal hier einfach ganz simpel daneben. So, hier noch ein Schutz und hier sind wahrscheinlich die Lautsprecher drin. Boah, die sind aber richtig schwer, die Teile, mein lieber Schwan. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein absolutes Premium-Packaging, wie ich finde, mit so richtig schönen kleinen Säckchen, um alles ordentlich zu schützen. Okay, sonst ist hier nichts mehr drin. So, dann schauen wir mal. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit den kleineren Päckchen an, weil die Lautsprecher sind dann natürlich das eigentliche Highlight. Also das finde ich tatsächlich schon mal sehr gelungen. Schaut hier, ein Stromkabel für Typ UK, also England. Ich glaube tatsächlich, dass der Hersteller Audio Engine auch aus England kommt. Das war in dem ersten Säckchen drin. Das legen wir direkt mal zur Seite. Das UK-Kabel brauchen wir nicht. Hier ist dann der deutsche Kaltgerätestecker drin. Okay, packen wir auch mal zur Seite, packen wir direkt aus. Den werde ich gleich anschließen. Ich habe natürlich jetzt hier so ein bisschen schon für Kabelmanagement unterm Schreibtisch gesorgt. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier schön und sinnvoll integrieren können. So, dann für den USB-Betrieb, das werde ich auch nutzen. Hier an meinem Cal-Digit, ihr könnt es eventuell jetzt hier hinten sehen, ne, eventuell auch schlecht. Aber hier steht ein kleiner Thunderbolt-Dock, der ist von Cal-Digit. Das ist der TS3 Plus, mit dem arbeite ich sehr gerne. Ja, von der, super, das ist, ich dachte, das wäre nur ganz kurz, von daher, das passt von der Länge auf jeden Fall, weil ich muss das Ganze hier auf der linken Seite nutzen. Dann hier 3,5 mm auf 3,5 mm. Ich vermute mal, dass ich das nicht brauchen werde. Und hier haben wir dann das Lautsprecherkabel, um den linken mit dem rechten zu verbinden. Einfach hier so vorne, wie so ein bisschen Lötzinn drauf, ne, auf den Litzen. Hier seht ihr es, da kommen wir, genau, hier. Und hier, ich suche noch ein bisschen tiefer rein, dann könnt ihr es wahrscheinlich besser sehen.
So sieht das aus. Also, dann haben wir im zweiten Säckchen das Netzteil drin. Okay. Vorne mit einem Stecker, der sieht aus, als würde er sich auch verriegeln lassen in der Box. Das ist schon mal gut. Da kommt dann hier das entsprechende Kaltgerätekabel rein. Ja, da ist auch eine ordentliche Länge. Das kleine, also das vordere Teil, der vordere Teil des Kabels und der hintere, das werde ich auf jeden Fall nicht hier ausschöpfen müssen. Okay, und dann gucken wir mal, ob ich jetzt den linken oder den rechten Speaker erwische. Bin ich mal gespannt. Auch hier sehr schön geschützt. Ich habe mich tatsächlich für die weiße Variante in Kombination mit den schwarzen Lautsprechern vorne entschieden. Und guckt euch das mal an. Erster Eindruck, das ist so ein bisschen Hochglanz-Klavierlack. Richtig schwer, die Dinger, obwohl die klein sind. Natürlich ne, Fingerabdrücke sofort drauf, wobei man die in der Regel ja auch nicht anfasst. Optisch, wow. Wirklich, wirklich schön. Hier unten wie so eine Art Moosgummi drauf, wie ihr sehen könnt, damit die nicht groß wegrutschen. Wobei ich mir dafür schon extra hier noch so kleine Pads gekauft habe. Gucken wir mal, dass wir die mal rausgeholt bekommen. Na, komm her. Die sind extra, damit die auf dem Schreibtisch hier nicht rumrutschen, beziehungsweise die Entkopplung, die Dämpfung zum Schreibtisch noch besser stattfindet. Die konnte man dazu kaufen. Ich glaube, die haben nochmal irgendwie 30 Euro gekostet. Ich glaube, über den Preis haben wir noch gar nicht geredet. 299 haben die jetzt gekostet, hier die Lautsprecher, die beiden. Genau, und da stellt man das Ganze gleich drauf. Probieren wir dann dementsprechend aus. Und hier hinten seht ihr auch, dass da nur der Anschluss ist für die entsprechenden Lautsprecherkabel. Das heißt, ich habe hier keinerlei weitere Knöpfe etc. dran. Das ist also der, der später auf die rechte Seite kommt. So, dann gucken wir jetzt mal. Das ist dann der linke, wo die eigentliche Magie und die ganzen Knöpfe und die Anschlüsse sich drin befinden sollten. So, komm her, einmal so rum und raus. Also alles wirklich sehr, sehr gut eingepackt. Ist auch kein Kratzer oder so dran. Das passiert ja in der, ich sag jetzt mal, Hochglanzoberfläche noch relativ stark. Ja, das hier ist der zweite Speaker. Auch der macht einen richtig ordentlichen Eindruck. Sieht super verarbeitet aus. Ansonsten haben wir hier natürlich, wie ihr seht, eine Menge Anschlüsse dran. Hier einmal der Output für diese beiden Kabelchen hier. Ich vermute mal, man muss die gleich einfach hier so seitlich unten drunter legen und dann zudrehen, damit die Kontakt haben oder drumwickeln. Das muss ich mir gleich mal durchlesen, anschauen, wie das funktioniert. Dann haben wir hier Input. Output und hier nochmal 3,5 mm Input, also für das Kabel, was hier dabei liegt. Ganz normal Klinke, das brauche ich nicht. Und hier kommt dann das USB-Kabel rein. In dem Fall auch kein USB-C, sondern Micro-USB, wobei mir das jetzt bei so Boxen dann tatsächlich auch egal ist. Aber schöner gewesen wäre natürlich, das Ganze hier direkt auch schon in USB-C zu haben. Hier unten dann der Power, die Power-Speisung und hier oben die Möglichkeit, kann man sogar komplett ausschalten da dran, anzuschalten und Lautstärke zu steuern. Wobei das wirklich nur dann so ein Vorsteuern sein soll und der Rest kann dann über die ganz normale Bedienung in der Software, im Betriebssystem oder aber jetzt hier wie bei macOS in diesem Fall dann wohl problemfrei über die Hardware-Tasten an der Tastatur gesteuert werden. So, jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwie im Quickstart Guide drinsteht, wie man diese Kabelchen da dran bekommt. Also da steht jetzt in Bezug auf die Verbindung nichts wirklich Hilfreiches drin. Mir ist aber aufgefallen, dass diese beiden Kabel hier verschiedene Farben haben. Hier das untere ist so, hat so einen silbrigen Ton und das obere hat einen kupferfarbenen Ton. Und dann werde ich die im Prinzip einfach genauso anschließen. Also hier ist ja rot und schwarz. Und hier gibt es auch Rot und Schwarz. Dann gucke ich einfach, dass ich die Polarität sozusagen dementsprechend hier nutze. So, hier oben kann ich es auf keinen Fall reinstecken. Das heißt, ich muss es mit Sicherheit, ich mache jetzt einfach mal das Kupferfarbene auf Rot. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt ansatzweise sehen. Ja, einfach mal hier drunter, Kupferfarbene auf Rot, ist eingeklemmt. Und das Silbrige auf Schwarz, so. Ist es auch jetzt eingeklemmt? Jetzt so schön festdrehen. Jetzt sind die beiden Kabel hier drin. Jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir das kupferfarbene auf Rot. Das machen wir jetzt hier ganz genauso. So. Das kupferfarbene auf Rot. Also drehen wir jetzt hier mal auf.
das Kabel drunter, die muss man doch nicht irgendwie reinstecken und festdrehen, oder? Hält das? Nee, das kann man wohl nur unten drunter reinklemmen. Also da hätte ich jetzt irgendwie so eine, also ich kenne mich mit Audio relativ wenig aus, aber da hätte ich jetzt irgendwie so eine Cinch-Verbindung, so einen Stecker oder sowas eigentlich ganz gut gefunden. Aber okay, das scheint jetzt hier einfach so zu sein. Also und dann haben wir hier unten auf schwarz genau das Silbrige, das passt. Drehen wir hier auch wieder auf und zu. So, jetzt sind die beiden Kabel hier schön feste drin. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir den Strom eingesteckt bekommen. Ich habe hier extra unter dem Schreibtisch so eine, ja, so eine Ordnungshilfe sozusagen montiert, die mir dabei hilft, dass die Kabel nicht lose rumhängen, sondern die liegen in so einer kleinen Wanne drin. Jetzt gucken wir mal, wie das hier geht. Oh, einfach gerade rein, vermute ich. Genau, das steckt jetzt hier auch drin. Und als Input brauchen wir das hier. Einmal USB, das hatte ich eben ja schon mal drin, das habe ich wieder rausgenommen. Das stecken wir wieder rein, so rum. So, das steckt drin. Strom ist jetzt dran, USB steckt auch schon drin. Ich habe oben in macOS auch schon gesehen, dass ich hier auch tatsächlich schon die Audio Engine 2 Plus auswählen konnte. Das habe ich jetzt mal getan. Jetzt lege ich noch ganz kurz hier diese beiden Teile drunter. Das muss wohl so passieren, genau, damit die so ein bisschen schräg oben zu mir gerichtet werden. Ja, mein lieber Schwan. Also da muss ich sagen, die Dinger, die werden furchtbar laut. Also man merkt sogar richtig, dass einem die Luft entgegengepresst wird durch die kleinen Membranen hier. Sie verzerren selbst, wenn man ganz laut macht. Ich mach's nochmal kurz. Ja. Gut, der Bass, da kann ich natürlich jetzt durch diese kleinen Membranen hier nicht viel erwarten. Wobei ich da ganz klar sagen muss, dass ich mir nicht erwartet habe, dass da noch so viel rauskommt. Also ist es wahrscheinlich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie Hip-Hop-Musik höre und diese Lautsprecher hier dafür verwenden will, um jetzt irgendwie ja, einfach einen massiven Hörgenuss zu haben mit tiefen, brummeligen Bässen, dann liege ich jetzt hier wahrscheinlich falsch. Aber da gibt es extra eine Möglichkeit, einen externen Subwoofer anzuschließen. Ich habe sogar schon geschaut, wenn ich dabei bleiben würde, der Original kostet irgendwie, der kostet eine ganze Stange Geld. Ich glaube sogar mehr als das Paar Lautsprecher hier selbst. Es gibt aber wohl von Drittanbietern sehr, sehr gute Subwoofer extern, die man anschließen kann. Und das könnte dann, wenn ich dabei bleibe, auf jeden Fall eine gute Sache sein. Ich nehme jetzt hier einfach mal ganz unprofessionell, bevor ich mich verabschiede, meine Kamera aus dem, aus der Halterung hier oben raus und schraubt die mal live mit euch ab. So viel also auch zum Thema experimentell. Ja, jetzt habe ich sie hier mal in der Hand und gehe jetzt einfach mal rum. Dann könnt ihr die Teile mal hier in meinem halbfertigen Setup sehen. Also, das sieht doch schon echt ordentlich aus, oder? Hier unten seht ihr jetzt die schönen, diese Teile, die ich dazu bestellt habe, aus so einer Art Schaumstoff. Na, hier könnt ihr es jetzt gut erkennen. Hier auf der anderen Seite der andere. Das macht doch einen richtig schönen Eindruck. Also optisch gefallen sie mir auf jeden Fall, das kann ich nicht anders sagen. So, und jetzt verabschiede ich mich einfach mal von euch in einer Art Vlog-Style mit der Kamera in der Hand. Ich hoffe, das war ein bisschen spannend, auch wenn das hier nach wie vor noch sehr experimentell ist. Die richtigen Videos kommen dann natürlich, wenn mein Setup einmal komplett fertig ist. Aber so dachte ich mir, habt ihr auch ein bisschen die Möglichkeit, mir hinter die Kulissen zu folgen und so ein kleines bisschen mitzubekommen, wie mein Studio sich stetig weiterentwickelt, um dann irgendwann fertig zu sein. Also vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch das trotzdem irgendwie gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf meinem Kanal da. Ansonsten sehen wir uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut und bleibt gesund!